So, wir schauen in den Plenarsaal rein, denn es geht weiter mit der nächsten Debatte. Da geht es um Hilfe für Unternehmen, ein Sofortprogramm für Unternehmen und Beschäftigten. Es spricht Julia Klöckner. Die Wirtschaftsforschungsinstitute, der Internationale Währungsfonds, die Bundesregierung, sie korrigieren in diesen Wochen laufend ihre Wachstumsprognosen nach unten und die Inflationserwartungen nach oben. Und unsere Wirtschaft kommt ab dem zweiten Quartal in sehr unsicheres Fahrwasser, nur noch 2% Wachstum für 2022 und Inflationsrate über 6%. Das ist eine massive Preissteigerung, der höchste Wert seit 40 Jahren. Erst Corona und jetzt der Russland-Ukraine-Krieg. Unsere Volkswirtschaft, die bleibt im Krisenmodus. Die Belastungen für Unternehmen und Beschäftigte, die nehmen kein Ende. Es geht um Belastungen, die auf Dauer nicht zu verkraften sind. Und es geht um das Potenzial für eine echte Wirtschaftskrise. Und von Monat zu Monat werden die Wirtschaftszahlen schlechter. Das sind abstrakte Zahlen, verehrte Kolleginnen und Kollegen, aber das sind ganz konkrete Belastungen für Betriebe und Beschäftigte vor Ort. Schauen wir uns die hohen Energiekosten an. Die Papier- oder Glasindustrie hat ihre Produktion teilweise schon stillgelegt. Das dicke Ende kommt noch, denn über langfristige Lieferverträge sind viele Unternehmen momentan noch gegen hohe Energiekosten abgesichert. Schauen wir uns die Lieferketten an. In der Automobilindustrie laufen die Bänder teilweise oder nur eingeschränkt. Wichtige Zuliefererteile wie Kabelbäume, die fehlen uns. Wir wissen vor Shanghai, über 300 Transporter stehen dort fest. Es gibt Engpässe, es gibt Frachtschiffe, die nicht entladen werden können, und unser Leben, das wird teurer. Und das spüren alle, ob an der Zapfsäule, bei Strom- und Heizrechnungen oder beim Einkauf im Supermarkt. Auch die Preise für Getreide sind übrigens deutlich gestiegen. Und ich will das hier kurz sagen, die Bundesregierung gibt keine Antwort auf die sich abzeichnende Wirtschaftskrise. Was die Bundesregierung macht, ist unterlassen. Und ich will an dieser Stelle auch etwas sagen zum Bundeslandwirtschaftsminister, dass in dieser Zeit, wo Lagerhallen für Nahrungsmittel zerstört werden, wo Ernten nicht gesichert werden können, dass diese Bundesregierung jetzt darauf verzichtet, ökologische Vorrangflächen für die Nahrungsmittelproduktion zu nutzen, das ist sträflich, das ist Vorsatz und das ist kein Handeln aus einem Guss, um dieser Krise auch entgegenzugehen. Was macht die Ampel? Sie tut so, als ginge sie das alles gar nichts an. Sie beschließt übrigens fortlaufend auch mehr Belastungen. Vor allen Dingen tobt sie sich aus bei den Berichts- und Dokumentationspflichten. Und gerade die kleineren und mittleren Unternehmen, die brauchen mehr Luft zum Atmen. Und beim Facharbeitermangel sehen wir, das ist eine Wachstumsbremse. Und genau hier an dieser Stelle wäre die Bundesregierung gefragt, eben nicht im Stückwerk zu handeln, sondern mit einem Guss. Wir brauchen jetzt einen Impuls für unsere Wirtschaft, denn diese Krisen müssen entschiedener angepackt werden. Eine entschlossene Ausrichtung der Wirtschaftspolitik auf Leistungsfähigkeit, auf Digitalisierung, auf Nachhaltigkeit, das ist gefragt. Und weil die Bundesregierung das nicht tut, haben wir diesen Antrag heute vorgelegt, ein Gesamtkonzept aus einem Guss, Sofortprogramm für Unternehmen und Beschäftigte. Das fordern wir von der Bundesregierung. Sie machen es nicht, wir legen es Ihnen vor. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, wir dürfen die Unternehmen, die Beschäftigte jetzt eben gerade nicht im Regen stehen lassen. Wir brauchen ein neues Bürokratieentlastungsgesetz, das Melde- und Aufbewahrungsfristen verkürzt und gegebenenfalls auch durch eine Genehmigungsfiktion ersetzt. Und wir schlagen die Einführung von Gründerschutzzonen vor. Gründer sollen die ersten 2 Jahre weitgehend von bürokratischen Vorschriften befreit werden. Und für die Krisenzeit, da brauchen wir ein Belastungsmoratorium. Und das ist vielleicht für den einen oder anderen so locker dahergesagt. Nur schauen wir uns die EU-Ebene an. Sie macht gerade so weiter, übrigens unterstützt durch die Bundesregierung, als gäbe es diesen Krieg und diese Krisen nicht. Es geht jetzt darum, auch zu überlegen, ob die Taxonomievorstellung von Dokumentationspflichten wirklich das sind, was wir jetzt in dieser Krisenzeit brauchen. Und deshalb brauchen wir jetzt ein Belastungsmoratorium, eine Bürokratiebremse und müssen einen Turbo anschalten, im Übrigen für Abschreibung.
Es ist ja schön, dass die Bundesregierung das in ihrem Koalitionsvertrag stehen hat. Aber worauf warten Sie denn noch? Wenn nicht jetzt, wann dann brauchen wir diese Turboabschreibung, um einen Schub für unsere Wirtschaft hier in Deutschland zu bekommen? Und genauso sieht es bei der kalten Progression aus. Worauf warten Sie? Reform des Arbeitszeitgesetzes. Nicht tägliche Höchstarbeitszeit, sondern wöchentliche Höchstarbeitszeit, auch in der digitalen Arbeitswelt. Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz haben wir gemacht. Bringen Sie es doch jetzt zum Blühen. Wo sind zum Beispiel auch Ihre Umsetzungsoffensiven bei der Digitalisierung? Wo ist der zuständige Minister? Und liebe Kolleginnen und Kollegen, allein das Zeichen, dass Sie als Koalition nicht bereit sind, über das Handelsabkommen CETA abzustimmen morgen, dass Sie es erneut zum zweiten Mal nicht auf die Tagesordnung setzen lassen mit Ihrer Mehrheit, zeigt, dass Sie die Zeichen der Zeit nicht erkannt haben. Wir müssen jetzt handeln. Jetzt braucht die Wirtschaft einen Schub. Wir haben es bei der Finanz- und Wirtschaftskrise gesehen, dass es funktionieren kann mit den richtigen Rahmenbedingungen. Was machen Sie? Sie haben keinen Aktionsplan. Sie haben keine konsistente Strategie. Und wir sagen, wir brauchen für Made in Germany ein Gesamtkonzept, dieses Sofortprogramm. Und deshalb sagen wir auch, mehr Geld für Verteidigung und unsere Freiheit setzt aber eine funktionierende und blühende Wirtschaft voraus. Und dafür fordern wir diese Zustimmung zu unserem Antrag. Die wirtschaftspolitische Sprecherin der Unionsfraktion, Julia Klöckner, war das, hat hier die Debatte eröffnet. Es geht um Hilfen für Unternehmen und Beschäftigte. Die Unionsfraktion hat dazu einen Antrag vorgelegt, will ein umfassendes Entlastungspaket für die Wirtschaft. Hören wir mal, was die SPD sagt. Bernd Westphal. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Situation, in der wir uns zurzeit befinden, ist sehr ernst. Die Themen nehmen mit jeder Sitzungswoche an Größe zu. Und wir brauchen eine kluge, abgewogene, intelligente Politik, die auf diese Situation reagieren. Und das, was die Bundesregierung zurzeit leistet, das sehen wir in den Entlastungsprogrammen, die nicht einem Antrag der Opposition bedürfen, sondern die lange schon auf dem Weg sind. Das, was die Bürgerinnen und Bürger an Energiepreisen zurzeit zu stemmen haben und das, was die Wirtschaft an Belastungen auszuhalten hat, wird mit den Maßnahmen, die die Bundesregierung und die Ampelkoalition auf den Weg gebracht hat, begegnet. Und das nennen wir soziale Marktwirtschaft, meine sehr verehrten Damen und Herren. Respekt und Anerkennung für das, was die Bundesregierung in Gänze, aber vor allen Dingen auch unser Wirtschaftsminister leistet. Er hat eine Menge zu tun, unsere Energieversorgungssicherheit zu organisieren und gleichzeitig den Transformationsprozess, in dem unsere Wirtschaft sich befindet, zu begleiten. Und das ist genau das, was wir machen. Es ist die sozial-ökologische Marktwirtschaft, die jetzt genau diese Dynamik erfährt, die in den Vorgängerregierungen nicht zu sehen war, meine Damen und Herren. Wir haben mit dem Osterpaket, was jetzt vorliegt, klar aufgezeichnet, wie die ambitionierten Ausbaupfade für erneuerbare Energien gestaltet werden müssen. Und genau das ist die Basis für industrielle Produktion, für Wertschöpfung in Deutschland. Und da geht es dabei, natürlich aus Kohle und Öl und Gas zu reduzieren, gerade jetzt mit der Dynamik, die wir seit dem 24. Februar haben, zu organisieren, aber gleichzeitig auch zu gucken, wie kriegen wir die erneuerbare Welt organisiert. Und da ist neben dem Ausbau natürlich auch die Frage Infrastruktur. Nicht nur Ladeinfrastruktur, sondern auch Pipeline, Stromnetze, hybride Netzplanung. Und genau das, was an Speichermöglichkeiten notwendig ist für einen Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft. Genau das sind die Dinge, die jetzt zu organisieren sind. Dafür brauchen wir auch in einem europäischen Kontext Regelungen, in die wir eingebettet sein müssen. Und deshalb bedarf es auch nicht nur nationaler Programme, sondern auch noch mal den Dialog mit der Europäischen Kommission und mit dem Europäischen Parlament, ob die Dinge, die bisher vereinbart worden sind, passen zu dem, was jetzt an der Tagesordnung ist. Und lassen Sie mich noch sagen, Frau Klöckner, der Antrag der CDU/CSU. Ja, es sind einige wichtige Punkte da drin. Wir haben den Antrag sicherlich als Diskussionsgrundlage im Ausschuss. Da können wir die Debatte noch mal vertiefen. Aber ich muss sagen, das, was Sie hier aufgeschrieben haben, braucht auch ein Finanzierungskonzept. Und da sind Sie blank. Da kommt überhaupt nichts. Und deshalb
Und deshalb ist das schon seriöser mit den Hilfsprogrammen, die jetzt auf den Weg gebracht worden sind. Entlastung der Haushalte, eine klare Fokussierung auf auch eine soziale Balance in diesem Land. Wir lassen die Menschen nicht allein mit dem, was dort passiert. Und ein klarer Fokus darauf, auch den Standort Deutschland so zu organisieren, dass es eben mit den neuen Technologien vorwärts geht. Wenn man heute mit Unternehmerinnen und Unternehmen im Dialog ist, merkt man doch die Aufbruchsstimmung, die Zuversicht, dass da was passieren muss. Und ich war gestern Abend bei einer Veranstaltung hier in Berlin, wo man zeigt an dem Beispiel Wilhelmshaven, wo sich der Bürgermeister mit dem Land Niedersachsen, mit Bund, mit den Akteurinnen und Akteuren vor Ort aus der Wirtschaft zusammentut, wo die Unternehmen investieren, dort den Offshore-Anbindung erneuerbaren Strom mit Wasserstoffwirtschaft zu organisieren. Und neben Wilhelmshaven wird das auch Brunsbüttel, wird das Stade, wird das Rostock sein. Genau diese Impulse setzen wir jetzt, und das ist die Dynamik, die diese Ampelkoalition nach vorne bringt. Und dafür werden wir auch im Wirtschaftsausschuss noch diskutieren müssen. Wir haben durchaus Grund für Zuversicht. Es mangelt nicht am Geld. Ich glaube schon, dass die Unternehmen genug Kapital haben, diese Investitionen zu wuppen mit staatlicher Unterstützung. Wir werden noch mal überlegen, ob wir dieses Geld, was wir jetzt in der Kompensation von hohen Energiepreisen nicht auch bereitstellen müssen für Abschreibungen von jetzt Investitionen, die getätigt werden, um noch schneller eine Unabhängigkeit von fossilen Energien zu bekommen. Auch das wird Thema sein für die nächsten Wochen und Monaten. Wie gesagt, die Rahmenbedingungen verändern sich sehr dynamisch und sehr schnell. Wir vermitteln Zuversicht und organisieren Sicherheit in diesem Wandel für diesen Prozess. Und ich darf Sie auffordern, die Regierung in dieser Frage zu unterstützen. Herzlichen Dank. Sagt Bernd Westphal, der wirtschaftspolitische Sprecher der SPD-Fraktion, und hat doch noch mal darauf aufmerksam gemacht, dass auch die Bundesregierung vor 3 Wochen bereits ein milliardenschweres Hilfspaket für Unternehmen in Deutschland beschlossen hat, die von den Folgen des Ukraine-Kriegs betroffen sind. Enrico Komning jetzt für die AfD. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine lieben Damen und Herren Kollegen, dieser Antrag der Union ist ein reiner Schaufensterantrag. Liebe Union, liebe Frau Klöckner, Sie waren ja Regierungsmitglied in der letzten Legislatur. Was hat Sie eigentlich in den 16 Jahren der Regierungszeit daran gehindert, all das, was Sie jetzt hier in diesen Antrag schreiben, damals auch durchzusetzen? Weder der Krieg noch Ihre Pandemie sind für den derzeitigen Schlamassel verantwortlich, sondern Ihre eigene Politik. Sie reden jetzt von Bürokratieabbau. Dabei sind Sie es doch, die diesen Mount Everest bürokratischer Vorschriften aufgetürmt haben. Sie sind doch dafür verantwortlich, dass der Mittelstand in Auflagen und Berichtspflichten versinkt und gegenüber Konzernen um ein Vielfaches belastet wird. Und Sie haben doch die rein ideologisch getriebenen Verschärfungen der Antidiskriminierungs- und Gleichstellungsgesetzgebung und die Änderung des Infektionsschutzgesetzes zu verantworten. Sie haben doch erst die energieintensiven Betriebe durch Ihre Monstersteuern ins Ausland getrieben. Und jetzt fordern Sie eine Verlängerung des Spitzenausgleichs. Übrigens gerade für KMU ein bürokratisches Monster. Haben Sie sich mal den Paragraph 10 des Stromsteuergesetzes angesehen? Das ist so ein Teil. Wenn Sie, liebe Kollegen von der Union, ernsthaft am Bürokratieabbau interessiert wären, reicht eine einzige Forderung, nämlich die Rückabwicklung von 16 Jahren CDU, CSU und Merkel-Politik. Meine Damen und Herren Kollegen, einiges in Ihrem Antrag ist ja gut gemeint, vieles ist aber reines Blendwerk. Sie wollen jetzt eine Entfristung der Homeoffice-Pauschale, wissend, dass diese durch die Anrechnung der Werbungskostenpauschale gerade bei normalen Arbeitnehmern einfach verpufft. Sie von der CDU waren es aber, die unseren Antrag im Übrigen schon vor Corona mit tatsächlichen und substanziellen Erleichterungen für mobile Arbeit abgelehnt haben. Sie von der CDU, CSU sind es, die für den massiven Wohlstandsverlust des Mittelstands in Deutschland durch die kalte Progression verantwortlich sind.
Nicht nur, dass Sie in den vergangenen Jahren dagegen nichts unternommen haben, Sie haben die Existenz der kalten Progression sogar schlicht geleugnet. Und Sie sind doch mit Ihrer obskuren Energiepolitik dafür verantwortlich, dass kaum ein normaler Arbeitnehmer, geschweige denn ein Rentner, noch seine Strom- oder Heizkostenrechnung bezahlen kann. Aber das Beste ist nun wirklich, dass Sie von der Union jetzt ernsthaft die Verlängerung der Laufzeiten von Kernkraftwerken verlangen. Sie haben doch erst die Kohle und Kernkraft beerdigt und damit die Energiekrise und die Abhängigkeiten verursacht. Und, meine Damen und Herren, jetzt TTIP wieder aus der Mottenkiste rauszuholen, nach diesem Globalisierungs- und Lieferkettendesaster der letzten Jahre, darauf muss man erst mal kommen. Da dieser Antrag keine der von Ihnen zu verantwortenden Ursachen für die Krise benennt und behebt, ist der Anspruch, mit diesem Antrag die bestehenden Probleme lösen zu wollen, illusorisch. Das reicht schlicht nicht aus. Deshalb werden wir uns zu diesem Antrag enthalten. Den ökosozialistischen Unsinn im Antrag der Linken lehnen wir ab. Danke sehr. Enrico Komning war das für die AfD-Fraktion. Darauf hin, dass demnächst die Urnen geschlossen werden. Sollte noch jemand hier sein, der oder die noch nicht abstimmen konnte, dann wäre es jetzt noch möglich. Und ich gebe das Wort für Bündnis 90 Die Grünen dem Kollegen Dieter Janicek. Und die Abstimmung im Hintergrund läuft ja noch zu dem vorherigen Tagesordnungspunkt, wo es um den Antrag ging zur Unterstützung der Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine unter anderem. Dieter Janicek jetzt hier in der Aussprache, wo es um Hilfen, um ein Sofortprogramm für Unternehmen und Beschäftigte geht, der wirtschaftspolitische Sprecher der Grünen. Frau Präsidentin, die Lage der deutschen Wirtschaft ist vergleichsweise robust angesichts der Krisen, die wir gerade global zu erleiden haben. Der schreckliche Angriffskrieg Russlands in der Ukraine, die Störung der Lieferketten jetzt aktuell auch wieder in Shanghai und Peking, übrigens demnächst auch in China, aber natürlich eben auch die Folgen der Corona-Pandemie darüber hinaus, die wir ja alle noch zu bewältigen haben. Dafür stehen wir verhältnismäßig gut da. Das ist aber keine Garantie für die Zukunft. Ich hatte heute früh auch ein Gespräch mit Unternehmen der Logistikbranche, die sehr stark betroffen sind von den Preisschocks auf den Energiemärkten. LNG zum Beispiel hat sich im Verhältnis zu Diesel ja noch mal deutlich verteuert. Das heißt, auf der einen Seite müssen wir jetzt Krisenbewältigung machen für das, was wir über Jahrzehnte, und dafür steht der Herr Spahn, Ihre Regierung der vergangenen Jahrzehnte insbesondere, nämlich das Nichthandeln bei erneuerbaren Energien, Energieeffizienz, Modernisierung, Digitalisierung, das müssen wir jetzt in aller Schärfe anschieben und nach vorne kommen, jetzt und sofort. Und auf der anderen Seite müssen wir zielgerichtet helfen. Und das ist der Unterschied von uns zu Ihnen. Sie haben einen Antrag geschrieben, wo Sie eine Einigkeit haben mit den Kollegen von den Linken. Das ist die Maßlosigkeit in der Ausgabenpolitik. Sie sind bei der Frage der Entlastungen nicht zielgenau. Wir wollen unseren Haushalt nicht überlasten. Wir wollen die nötigen Anpassungen der Wirtschaft weg von russischem Öl und Gas befördern. Wir wollen nicht Anreize schaffen, damit wir noch mehr verbrauchen. Das sind Unterschiede, die wir haben. Und wir müssen gleichzeitig uns mit unseren europäischen Partnern absprechen. Das tun wir bei den Hilfsprogrammen. Deswegen gibt es das Temporary Crisis Framework. Das orientiert sich bei den energieintensiven Unternehmen an den Notwendigkeiten, die wir haben. Und es wird uns trotzdem nicht gelingen, all den Wohlstandsverlust, Herr Merz hat das ja in einem bemerkenswerten Beitrag ausgesprochen, wir sind möglicherweise in einer Überschreitung unserer Wohlstandsschwelle angekommen. Die Frage ist nur, wie verteilen wir sozusagen dann auch die Verluste, um es mal andersrum zu sagen? Das heißt ja nicht, dass alle gleich profitieren oder entsprechend nicht profitieren. Und deswegen kommt jetzt darauf an, wirtschaftliche Hilfen dort, wo sie notwendig sind, auf der einen Seite zeitlich begrenzt, zielgerichtet, nicht für alle. Ich muss nicht den Grundpreis für Benzin für SUV-Fahrer garantieren, aber ich muss dafür sorgen, dass zum Beispiel Menschen, die mit Gasheizen durch den Winter kommen. Ich muss dafür sorgen, dass ich überhaupt noch Gas habe, durch den Winter zu kommen. Ich muss dafür sorgen, als staatliche Institution, dass wir Modernisierungsinvestitionen jetzt anschieben. Darauf kommt es an. Das ist unser Ansatz von Wirtschaftshilfen. Und Ihr Antrag, Frau Klöckner, hat die ein oder andere Analyse
und Stellschraube, die ich auch unterschreiben würde beim Thema Bürokratieabbau, bei der Frage der Planungsbeschleunigung. Da wollen wir vorangehen. Aber was nicht geht, und damit möchte ich abschließen, ist, dass Sie wirtschaftliche Kompetenz dadurch abbilden, indem Sie maßlos sind in Ihren Forderungen und alles das fordern, was Ihnen Lobbyverbände einflüstern. Aufgabe einer Regierung ist es, zu handeln, aber zu handeln für die, die es brauchen. Und das tun wir, und das tun wir kraftvoll. Vielen Dank. Zwei Anträge liegen dieser Debatte zugrunde. Einer der Unionsfraktion und einer der Linksfraktion. Dieter Janicek hier von den Grünen, der sieht in beiden Anträgen eine gewisse Maßlosigkeit in der Ausgabenpolitik. Über den Unionsantrag haben wir jetzt schon einiges gehört. Jetzt werden wir beim nächsten Redner einiges zum linken Antrag hören. Die Linke fordert ebenfalls ein Hilfsprogramm für Wirtschaft, Wohlstand und Beschäftigung. Unter anderem fordert die Linke Maßnahmen zur Entlastung, etwa ein Sondervermögen in Höhe von 100 Milliarden Euro für Energiesicherheit und Energiesouveränität. Ja, und für die Linke spricht Alexander Ulrich. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Janicek, das ist ja wirklich schon sehr interessant, dass ein Grüner uns Maßlosigkeit vorwirft, weil wir 100 Milliarden fordern für eine klimaneutrale Wirtschaft und Lebensweise in Deutschland, währenddessen die Grünen bei 100 Milliarden für Aufrüstung kein Problem mehr haben. Also auch die Grünen müssen doch eigentlich sagen, Investitionen in Klimagerechtigkeit wären sinnvoller wie für Aufrüstung. Das ist unser Vorschlag. Die Antwort auf den Krieg von Putin kann doch nicht Aufrüstung bedeuten, sondern muss doch Energiesouveränität, Energiesicherheit und Ausbau der erneuerbaren Energien bedeuten. Dass wir da bei den Grünen darum kämpfen müssen, einen ähnlichen Weg zu gehen, dass sich die Grünen innerhalb von einem halben Jahr in Regierungsverantwortung so verändern, hätte ich nie gedacht. Wir sind in einer wirtschaftlich schwierigen Lage. Der Bundeswirtschaftsminister musste gestern die Wachstumsprognosen korrigieren. Wir glauben, dass auch diese Zahlen noch sehr optimistisch sind, die jetzt dargestellt werden. Denn viele Sachen sind noch nicht eingepreist. Und deshalb sind auch die Hilfen, die bisher von der Bundesregierung beschlossen worden sind, sowohl für die Wirtschaft, Soforthilfen, als auch die Programme, unambitioniert und viel zu klein. Ob sie Sozialverbände und auch die Gewerkschaften sind oder viele andere Interessengruppen, die sagen, hier muss nachgebessert werden. Und Herr Westphal, wenn Sie sagen, dass das wäre soziale Marktwirtschaft, erklären Sie mal einem Rentner oder einer Rentnerin, warum Sie die 300 Euro nicht bekommen. Das hat mit sozialer Marktwirtschaft nichts zu tun. Eine große Gruppe, die sehr belastet ist, wird von Ihnen an den Rand gestellt. Da müssen Sie im Gesetzgebungsverfahren noch mal nachbessern. Wir haben deutlich gemacht, dass wir Druck machen müssen bei dem Umbau der Wirtschaft auf Wasserstoff, auf erneuerbare Energien, dass wir da viel mehr Geld in die Hand nehmen müssen. Und dann kommt ja immer die FDP, die sagt, das ist nicht zu machen. Wir müssen wieder schnell zurück zur Schuldenbremse und zur schwarzen Null. Wir hoffen, dass auch diese Krise mal erkennt, oder dass man durch diese Krise erkennt, dass die Schuldenbremse und die schwarze Null keine Zukunft haben kann. Wir brauchen dringend Zukunftsinvestitionen, damit Deutschland nicht abgehängt wird. Und dieser Krieg und die Corona-Pandemie haben gezeigt, wir müssen deutlich mehr investieren, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa. Deshalb muss auch der Stabilitäts- und Wachstumspakt in Europa reformiert werden. Die goldene Regel, dass Investitionen nicht mitgerechnet werden bei der Verschuldung, muss endlich eingeführt werden. Aber, und das ist bei einer sozialen Marktwirtschaft, Herr Westphal, müsste das auch eine Antwort sein, dass wir auch mal die Frage stellen, wer zahlt denn eigentlich auch die Kosten, die der Staat aufwenden muss? Und wir hören nichts davon, von dieser Bundesregierung, dass auch mal die Krisen- und Kriegsgewinnler mal beteiligt werden an diesen Kosten. Es gibt sehr viele Unternehmen, die sich die Hände reiben, auch nach dem heutigen Beschluss schwere Waffen zu liefern. Warum geht man da mal hin, besteuert mal diesen Krisen- und Kriegsgewinnler, damit endlich auch mal die mit dazu beitragen, dass der Staat seine Aufgaben erfüllen kann. Deshalb ran an die Vermögensabgaben und ran an die Extraprofite der Wirtschaft. Und wir haben die Debatte ja schon sehr oft geführt. Und Herr Janicek, ich verstehe nicht, wir haben gemeinsam noch zu Oppositionszeiten auch das Programm der Gewerkschaften mit den Industrieverbänden verteidigt. Wir brauchen viel mehr Zukunftsinvestitionen. Das sind die Zahlen genannt worden von mindestens 500 Milliarden in den nächsten 10 Jahren.
Warum stellen Sie sich jetzt hin und sagen, das wäre maßlos, weil es vor einem halben Jahr noch die richtige Entscheidung war? Sie können nicht nur, weil Sie jetzt vier Minister haben, Ihre Politik komplett verändern. Es muss viel mehr getan werden in diesem Land, um Arbeitsplätze zu sichern, um Wohlstand zu generieren, um dem Klimawandel zu begegnen. Und da ist unser Programm, ein Sondervermögen notfalls zu machen mit 100 Milliarden, eine richtige Antwort, aber eine andere Antwort, wie nur der Waffenindustrie zu helfen. Denn diese Zukunftsinvestitionen sind die falschen. Und ganz zum Schluss, wir glauben auch, dass die wirtschaftlichen Schockwellen in diesem Jahr noch groß sein werden. Deshalb ist schon jetzt richtig und wichtig, dass wir das Signal setzen, dass Kurzarbeit die richtige Antwort sein kann. Deshalb muss die Kurzarbeit ausgedehnt werden bis mindestens Ende des Jahres. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Der Kollege Reinhard Huben hat das Wort für die FDP-Fraktion. Tja, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Am 13.04., Frau Klöckner, haben Sie gegenüber dpa das vorliegende Sofortprogramm für Unternehmen und Beschäftigte platziert. Vorgelegt haben Sie den Antrag aber erst knapp zwei Wochen später, nämlich gestern. Bei einem Sofortprogramm sollte man doch eigentlich erwarten, dass es auch sofort vorgelegt wird. Aber Spaß beiseite. Als ich in dem Antrag gelesen habe, was da so alles drinsteht, habe ich mir die Frage gestellt, verfolgt die CDU-CSU eigentlich die Arbeit der Bundesregierung? Hat denn seit der Pressemitteilung Anfang April niemand mehr diesen Antrag gegengelesen, geschaut, ob bestimmte Maßnahmen, die gefordert werden, nicht schon längst erledigt sind? Und ich werde ja darauf kommen. Anders kann ich es mir ehrlich gesagt nicht erklären, dass Sie eine temporäre Unterstützung für besonders von der Krise betroffenen Unternehmen fordern. Sie fordern Bürgschaften, Garantien und Kredite, Darlehen und ein KfW-Programm. Und wenn Sie am 13.04. dieses Papier ankündigen, aber am 8.04. die Minister Lindner und Habeck entsprechend schon mit Maßnahmen in die Öffentlichkeit gehen, muss ich schon die Frage stellen, wer hat denn Ihr Papier geschrieben und hat das nicht kontrolliert? Und außerdem, meine Damen und Herren, die Überbrückungshilfe 4 steht doch weiterhin zur Verfügung. Auch darauf nehmen Sie keinen Bezug in Ihrem Papier. Weiter hinten im Papier steht dann die Zukunft einer Gasversorgung, die nicht von Gasimporten aus Russland abhängig ist und unsere Souveränität gewährleistet. Ja, meine Damen und Herren, was macht denn die Bundesregierung? Wo war denn bitte schön Minister Habeck? Der war doch in Katar, hat sich darum gekümmert. LNG-Ports werden jetzt gebaut. Also Sie müssen Ihre Papiere schon irgendwie an die politische Wirklichkeit anpassen, sonst sind Sie eben nicht glaubwürdig. Und dann sprechen Sie das Thema Digitalisierung an. Da hatte ich besonders viel Freude. Darf ich zu Ende ausführen, Frau Kollegin Klöckner? Ja? Es ist in den letzten Jahren viel gesprochen worden über Diversifizierung und es ist viel über Digitalisierung gesprochen worden. Und wenn Sie mal Ihren Forderungskatalog Ihres Antrages angucken, dann sehen Sie, alle Forderungen von Punkt A bis Punkt I sind im Koalitionsvertrag gesetzt. Und dann frage ich mich, dass Sie nach vier Monaten erwarten, bei einem Thema, was uns seit einem Jahrzehnt beschäftigt, dass Sie dann sofortige Ergebnisse erwarten, ist politisch an der Stelle einfach ebenfalls unseriös. Die Bundesregierung und besonders Minister Wissing ist bei diesem Thema unterwegs. Und wir werden Ergebnisse in dieser Ampel sicherlich vorlegen können, aber wie gesagt, nicht zwingend nach vier Monaten. Das halte ich auch nach Ihren
Regierungsergebnissen der letzten 16 Jahre auch ein bisschen schwierig, ausgerechnet jetzt zu sagen, jetzt muss alles ganz schnell gehen. Also zusammengenommen, bitte setzen Sie sich doch mit der politischen Situation auseinander, prüfen Sie, was die Regierung macht und was sie nicht macht, und kommen dann mit einem etwas schmaleren Papier, wo dann vielleicht wirklich vernünftige Kritikpunkte sind, wieder auf uns zu. Dann können wir gerne darüber diskutieren. Seriöse Oppositionsarbeit sieht jedenfalls nicht so aus wie ein Sammelsurium von schönen Forderungen, die man scheinbar aus den unterschiedlichsten Quellen abgeschrieben hat. Und eine Bemerkung zur Linken. Das ist mehr so Nöspel 2.0, was Sie hier vorgelegt haben. Das Einzige, was mir noch gefehlt hat in Ihrem Antrag, dass Sie noch das Tempolimit eingebracht hätten, das haben Sie nun leider nicht getan. Deswegen können wir auch Ihrem Antrag nicht zustimmen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Ja, Reinhard Huben war das. Und während seiner Rede gab es einen Wechsel im Bundestagspräsidium. Die Sitzungsleitung hat jetzt Wolfgang Kubicki, der Bundestagsvizepräsident. Der namentlichen Abstimmung bekannt geben, auf das ja alle warten, über den Antrag der Fraktionen SPD, CDU, CSU, Bündnis 90, die Grünen und FDP. Frieden und Freiheit in Europa verteidigen, umfassende Unterstützung für die Ukraine, Drucksache 20.550. Abgegebene Stimmkarten 693. Mit Ja haben gestimmt 586. Mit Nein haben gestimmt 100. Enthaltungen 7. Der Antrag ist damit angenommen. Ja, und Wolfgang Kubicki hat sozusagen mitgebracht das Ergebnis zu der Abstimmung über den gemeinsamen Antrag der Ampelfraktionen zusammen mit der größten Opposition, der CDU-CSU-Fraktion. Da ging es ja unter anderem um Unterstützung für die Ukraine, um ein Signal zu senden und auch um die weitere Lieferung von schweren Waffen. Dieser Antrag hat keine bindende Wirkung. Er ist sozusagen Unterstützung für die Bundesregierung und soll vor allem ein Signal Richtung Ukraine senden und ist hier ja mit sehr großer Mehrheit angenommen und dem zugestimmt worden. So, jetzt geht es aber weiter hier in der Aussprache, wo es ja geht um Hilfe für Unternehmen. Es spricht jetzt Sebastian Brehm für die Unionsfraktion. Wir haben im betrieblichen Bereich zielgerichtet und gut geholfen durch die Corona-Hilfen, durch das Kurzarbeitergeld und die Kurzarbeitergeldregelung, durch KfW-Kredite und anderes, sodass wir eigentlich gemeinsam im betrieblichen Bereich gut aus der Krise rauskommen. Nun kommen aber neue Belastungen dazu, Lieferengpässe, Fachkräftemangel, stark gestiegene Preise und natürlich der Ukraine-Konflikt. Und alle Ihre bisherigen Maßnahmen, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Ampel, zielen eigentlich nur auf den privaten Bereich. Im unternehmerischen Bereich, Herr Huben, ich weiß nicht, was Sie da vorhin angekündigt haben, ich weiß nichts, was in diesem Bereich Sie gemacht hätten, um die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft jetzt anzukurbeln und Investitionen voranzutreiben. Sie machen in diesem Bereich derzeit gar nichts, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich möchte mal zwei Punkte herausgreifen aus unserem sehr umfangreichen Antrag, die Sie sofort umsetzen könnten und die natürlich auch geeint wären. Das eine ist Abschreibungsmöglichkeiten. Herr Finanzminister Lindner hat im Wahlkampf und auch jetzt immer die Turboabschreibung, also 100% Sofortabschreibung. Übrigens, Sofortabschreibung heißt, Sie müssten es auch sofort durchsetzen vielleicht. Sie haben sie angekündigt. Es ist nichts vorgelegt. Das würde Investitionen ankurbeln und würde übrigens Liquidität schaffen und würde auch sich selber finanzieren, weil es reine Verschiebungseffekte sind. Lieber Kollege Herbrand, Sie haben das ja selber beantragt, auch in der letzten Periode, übrigens die Grünen auch. Der Bundesfinanzminister sagt, er will es machen. Wahrscheinlich will die SPD nicht. Setzen Sie es durch und setzen Sie diese Turboabschreibung endlich um, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ein zweiter Bereich, der steuerliche Verlustrücktrag und der steuerliche Verlustvortrag. Auch hier gibt es aus der letzten Periode übrigens, es ist gescheitert, damals an der SPD, gibt es umfangreiche Anträge von Grün und von Gelb und von uns, den steuerlichen Verlustrücktrag zu verlängern über 3 Jahre, also über die Krisenjahre hinaus bis zu 2019 und den Verlustvortrag nicht einzuschränken, wie er jetzt eingeschränkt wird. Auch das wäre eine Maßnahme, die wir gemeinsam durchsetzen könnten. Die Grünen haben es gefordert, die FDP hat es gefordert, die CDU, CSU hat es gefordert, der Bundesfinanzminister hat es gefordert, wahrscheinlich scheitert es an der SPD. Aber das könnten wir gemeinsam durchsetzen. Auch das ist finanzierbar, weil es eine reine Verschiebung ist von Steuersubstrat von einem Jahr in das andere. Sofort machbar,
könnten Sie tun? Sie sind jetzt in der Regierung. Die Anträge, die Sie damals gestellt haben, interessieren Sie anscheinend nicht mehr. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, genau das wäre die Maßgabe. Jetzt schnell helfen, indem man Liquidität schafft in den Unternehmen durch Abschreibungen, durch Verlustverrechnung, aus eigener Kraft Liquidität schaffen der Unternehmen, aus eigener Kraft. Und Liquidität schafft Wachstum, denn wir brauchen jetzt Wachstumsimpulse für den deutschen Mittelstand und für die deutsche Wirtschaft, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wenn Sie es nicht tun, legen Sie die Axt an die deutsche Wirtschaft an und an die Wettbewerbsfähigkeit unseres Mittelstandes. Deswegen kann ich Sie nur auffordern, nehmen Sie die Anträge, die Sie selber gestellt haben, in der letzten Periode ernst und setzen Sie es jetzt um. Sie haben jetzt die Möglichkeit, nicht nur reden, sondern wirklich jetzt auch handeln. Handeln ist jetzt das Gebot der Stunde. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind gern bereit, in den Beratungen miteinander zu sprechen und uns hier auszutauschen, damit wir diese Punkte wenigstens gemeinsam umsetzen können. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Brehm. Nächster Redner ist der Kollege Sebastian Rolloff, SPD-Fraktion. Vielen Dank, Herr Präsident. Meine Damen und Herren, wir haben ja heute schon viel über konstruktive Oppositionsarbeit gehört und gesprochen. Und ich habe eine halbe Stunde zugehört und habe noch mal mehrmals auf die Tagesordnung geguckt. Ich habe verzweifelt das Sofortprogramm, über das wir reden, gesucht. Ich habe es nicht gefunden. Es liegt zumindest nicht vor. Es kann liegen, aber Frau Klöckner, es sieht eher so aus, als hätte da jemand eine Festplatte aufgeräumt und alles, was man irgendwo noch gefunden hätte, zusammenkopiert und rausgeschickt. Aber es ist kein Sofortprogramm. Und ich erkläre Ihnen auch gerne gleich, warum. Es ist nämlich mitnichten so, dass alles im Forderungsteil falsch ist. Die Einleitung ist korrekt. Wir stehen vor Riesenherausforderungen, Transformation nach Covid, jetzt natürlich auch die Frage Ukraine und die entsprechenden Folgen. Die Analyse ist richtig und Sie fahren da teilweise auch richtige Beschlüsse oder Forderungen. Auf der einen Seite fordern zum Beispiel, dass wir ein besonderes Maßnahmenpaket für besonders von der Krise betroffene Unternehmen machen oder für energieintensive Unternehmen. Das Problem ist, das haben wir schon gemacht. Ich weiß nicht, das können Sie natürlich fordern. Es ist schon lange auf den Weg gebracht. Genauso beim Thema Bürokratie. Sie fordern ein neues Bürokratieentlastungsgesetz. Finde ich ganz bezaubernd. Sind wir dafür? Sind wir in der Erstellung? Ist schon auf dem Weg. Genauso wie das Unternehmensbasisregister und natürlich die Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsprozessen. Da sind wir total mit Ihnen auf einer Linie. Das Problem ist nur, es hätte dieses Antrags nicht bedurft, sondern es ist schon auf dem Weg. Beim Bürokratieabbau ist aus unserer Sicht aber klar, dass das natürlich ein Selbstzweck ist auf der einen Seite, auf der anderen Seite es aber natürlich nicht dazu führen darf, dass soziale und ökologische Standards abgebaut werden. Dementsprechend werden wir da sehr genau hinschauen. Im Ziel sind wir aber vereint. Dann, und das finde ich noch viel charmanter, fordern Sie Sachen, die Sie selber jahrelang verhindert haben. Verbesserung der Fachkräfteanwerbung zum Beispiel. Wollen die Unternehmen schon immer, wollte auch die SPD nachweislich in der letzten Regierung immer, haben sie immer verhindert, finden sie auf einmal toll, finden wir gut, dass es da einen Lernprozess gab. Ist aber auch fraglich, ob das mit einem Sofortprogramm einhergeht. Themen wie Frauenerwerbsquoten oder so diskutieren Sie gar nicht. Das finde ich auch immer einigermaßen verstörend. Und bei der Frage Beschleunigung beim Aufbau von digitaler Infrastruktur muss man nur die Namen Dobrindt und Scheuer sagen und dann festhalten, wer da ganz offensichtlich gebremst hat und dass das ganz offensichtlich nicht an uns lag in der letzten Regierung. Und es wird aber leider noch schlimmer. Deswegen Sie ahnen, dass wir Ihrem Sofortprogramm, Ihrem angeblichen wahrscheinlich nicht zustimmen werden. Sie fordern auch unverantwortliche Dinge. Und da habe ich Ihnen sehr genau zugehört, Frau Klöckner, wie Sie über das Belastungsmoratorium gesprochen haben. Es wundert mich ein bisschen. Der Kollege Altmaier hat da vor kurzem relativ breit Schiffbruch erlitten. Dementsprechend habe ich noch nicht so ganz verstanden, warum Sie daraus nichts gelernt haben und da nicht einen Schritt weiter sind, weil völlig klar ist, dass die Fortschritte, die man im Blick auf Lieferketten und Nachhaltigkeit erreicht hat, nicht einfach durch ein Belastungsmoratorium einerseits wieder einkassieren kann, es auch gar nicht wirkt. Also reden Sie da mal gerne mit Kollegen Altmaier, dann sehen Sie, dass das nicht funktioniert.
Und Herr Kollege Brehm, wir sind ja beide aus Bayern. Wenn Sie in diesem Sofortprogramm auch den Weiterbetrieb von Kernkraftwerken fordern, können wir gerne mal auf unseren Ministerpräsidenten zugehen. Der wohnt ja näher bei Ihnen in Nürnberg als bei mir. Der uns ja immer erklärt, Atomkraft ist super, aber Endlager in Bayern geht gar nicht. Erneuerbare Energien sind prinzipiell schon ganz okay, aber Abstand brauchen wir, 10-H-Regelung. Und eigentlich wollen wir es dann wieder so schwer wie möglich machen. Also da ist viel Kokolores dabei, so deutlich muss ich sagen. Und wer zur Frage, ob Atomkraftwerke jetzt in der Situation noch weiterlaufen sollten, mir nicht glaubt oder der Regierung nicht glaubt, kann sich ja immerhin auf die entsprechenden Fachgutachten verlassen. Da sind Sie leider auf einem Irrweg und es wäre schön, wenn Sie von dem wieder runterkommen. Schließlich sind wir aber auch wieder beieinander, wenn wir darüber sprechen, dass wir ein Milliardenprogramm für Steuererleichterungen brauchen, auch Steuersenkungen, gegebenenfalls für eine gesunde Wirtschaft. Klar ist aber auch, dass wir dann ein Riesenproblem im Bundeshaushalt haben. Und da könnte man sich jetzt natürlich auch mal drüber unterhalten, ob die Schuldenbremse so eine gute Idee war. Da sind wir uns in der Regierung auch noch nicht ganz einig, aber wir haben uns immerhin auf eine Aussetzung verständigt. Klar ist aber auch, dass dieser Investitionsbedarf irgendwo herkommen muss. Und dazu sagen Sie auch nichts, außer dass Sie wohlfeile Forderungen stellen. Ich darf zum Abschluss alle Kolleginnen und Kollegen der Union, die an einer konstruktiven Mitarbeit interessiert sind, herzlich einladen, diese mit uns im Wirtschaftsausschuss zu führen. Das funktioniert ja teilweise auch ganz gut. Es ist in der Öffentlichkeit im Moment ein bisschen eher trumpesk, wenn ich das so sagen darf. Aber vielleicht kommen Sie von dem Trip wieder runter. Herr Merz hört gerade zu, aber wir würden Sie auch nicht verraten, wenn Sie sich in den Fragen dann an uns wenden und konstruktiv mit uns über so Themen reden. Das heute hilft leider nicht weiter. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Als nächster Redner hält das Wort der Kollege Dr. Malte Kaufmann, AfD-Fraktion. Und er ist der Obmann im Wirtschaftsausschuss für die AfD. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Nach 16 Jahren Regierung Merkel mit teils verheerenden Auswirkungen auf den Standort Deutschland fordert die Union nun ein Sofortprogramm für die Wirtschaft. Besser spät als nie, könnte man sagen. Ihr Antrag, liebe Kollegen von der Union, ist ein Rundumschlag, um vieles anzugehen, was jahrelang von Ihnen versäumt wurde. Beispielsweise wollen Sie endlich die öffentliche Verwaltung digitalisieren und modernisieren. Das wollen wir als AfD auch, und zwar schon lange. Auch viele andere Ihrer Vorschläge wirken wie bei uns abgeschrieben, beispielsweise der überfällige Bürokratieabbau. Viele Ihrer Forderungen sind aus unserer Sicht also richtig. Und dennoch, Ihr ganzer Antrag macht den Eindruck, als wollten Sie nur an ein paar einzelnen Stellschrauben drehen. Um die wirklich großen Probleme unserer Zeit dagegen machen Sie einen weiten Bogen. So rufen Sie jetzt beispielsweise nach einer, ich zitiere, sicheren, bezahlbaren und souveränen Energieversorgung. Das ist richtig, aber der entscheidende zweite Satz fehlt. Er müsste lauten, eine Energieversorgung, also wie wir sie früher hatten, bevor eine unionsgeführte Bundesregierung in einer Nacht- und Nebelaktion die sichere und grundlastfähige Kernkraft abgeschafft hat und dann auch noch den Ausstieg aus der Kohleverstromung beschlossen hat, um beides gegen unzuverlässigen Flatterstrom aus Wind und Sonne einzutauschen. Das wäre mal Mut zur Wahrheit, liebe Kollegen. Immerhin schlagen Sie vor, man solle den Weiterbetrieb von Kernkraftwerken prüfen. Ich frage Sie, was gibt es denn da jetzt noch zu prüfen angesichts der aktuellen dramatischen Versorgungslage und der immer näher rückenden Energiekrise? Natürlich müssen die Meiler am Netz bleiben. Was denn sonst? Weiterhin fordern Sie die Verminderung der Energiepreise durch Steuerentlastungen. Was Sie dagegen nicht sagen, Ihre CO2-Steuer ist es doch, die die Preise an den Tankstellen ganz bewusst und permanent nach oben treiben soll. Diese Steuer muss weg, ersatzlos. Das aber, meine Damen und Herren, das aber fordern Sie nicht. Warum? Damit würden Sie ja zugeben, dass die linksgrüne Politik der Ära Merkel ein großer Fehler war. In Ihrem Antrag stehen viele gute Sachen, unbestritten, aber das große Ganze fehlt. Die fatalen Fehler der letzten Jahre werden nicht benannt
und nicht korrigiert. Deshalb werden wir uns enthalten. Vielen herzlichen Dank. Sagt Malte Kaufmann für die AfD-Fraktion. Nächste Rednerin ist die Kollegin. Und Katharina Beck erwarten wir jetzt hier am Rednerpult, die finanzpolitische Sprecherin der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Fraktionen auch der CDU-CSU, ich möchte mich als erstes noch mal bedanken, dass wir heute gemeinsam Verantwortung übernommen haben als Deutschland gegenüber der Ukraine. Vielen Dank. Und es geht jetzt darum, wie wir hier im Rahmen dieser Krisen, aber auch anderer Krisen helfen, unserem Land, unseren Beschäftigten, unseren Unternehmen, unserer Wirtschaft. Die deutsche Bundesregierung macht mit dem Entlastungspaket 1, 2, Steuerhilfegesetz, mit Wirtschaftshilfen in unfassbarer Größenordnung in Bezug auf Kredite, aber auch mit Zuschüssen ein riesiges Angebot, ein riesiges Paket. Und parallel geben wir noch Zukunftsorientierung. Denn die Zukunft dieses Kontinents und dieses Landes ist energieunabhängig. Und mit 7 Meilenstiefeln, schön, dass Sie da sind, Herr Minister, gehen wir hier voran in die Energieunabhängigkeit und in eine prosperierende grüne Zukunft. Darauf freuen wir uns. Das ist der Fortschritt dieser Ampel. Bei den Maßnahmen, die Sie hier vorlegen, ein Sammelsurium wurde ja schon geschrieben, musste ich direkt bei der ersten erstmal schmunzeln. Wir haben ja gerade die degressive Abschreibung beschlossen, ein großes Paket mit 10 Milliarden Belastung über die nächsten 4 Jahre, Entlastung für die Unternehmen, Belastung für den Haushalt. Wir haben uns geeinigt auf eine Superabschreibung. Und Sie schlagen jetzt noch eine Turboabschreibung vor, wobei Sie selber auch bei der degressiven AFA völlig dabei waren. Das ist ein lustiges Wortspiel, aber kein wesentlicher Beitrag zur Debatte. Bei der Umsatzsteuer, da fordern Sie diverse Entlastungen und behaupten, das würde das Verbraucherklima unterstützen. Dabei wissen wir alle, Umsatzsteuersenkungen haben nicht unbedingt diesen Effekt. Die Preise werden nicht unbedingt weitergegeben. Das ist nicht zielgerichtet, das sind nochmal Kosten. Energiesteuersenkungen, Stromsteuersenkungen, all das kostet und hat noch nicht mal mehr die Lenkungswirkung, die wir uns wünschen, denn das sind Mengenanreize. Und wir müssen doch gerade heute eher eben anders wirtschaften und nicht mehr einfach nur an Energie verbrauchen. Und das sind einfach die falschen Dinge. Ihre Maßnahmen führen leider zu weiterer Marktverzerrung, auch zwischen Groß und Klein, setzen die falschen Anreize und haben nicht kalkulierbare Kosten. Das geht gegen solide Finanzen, was Sie selber eigentlich fordern. Und erschütternd an Ihrer Analyse finde ich, dass das Thema Klima gar nicht vorkommt. Sie waren bestimmt auch schon mal in Davos. Und die Top 3 Risiken der Weltwirtschaft, die im Januar publiziert wurden, hatten mit Klimawandel, Lieferengpässen, dadurch wegen schlimmen Wetterereignissen zu tun. Und Sie geben doch immer vor, so nah an der Wirtschaft zu sein. Das sind die Dinge, die da auch extrem bewegen. Und deswegen kann man gerade jetzt nicht es so verkaufen, als wäre es ein Belastungsmoratorium, sondern es ist eine Entlastung für Unternehmen, wenn wir endlich Klarheit an den Kapitalmärkten haben mit Sustainable Finance Maßnahmen, wohin denn das Geld fließen soll. Denn wir brauchen die privaten Investitionen und so kann auch wieder Prosperität entstehen. Und ich bitte Sie, kommen Sie bitte an mit uns im 21. Jahrhundert. Die Zukunft ist beschrieben, der Fortschritt, den wir wollen. Und wir arbeiten da gerne konstruktiv miteinander, aber nicht mit nicht wirksamen Sammelsurium an Maßnahmen, die einfach nicht die richtigen Effekte haben. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Beck. Als nächster Redner hält das Wort der Kollege Markus Herbrand, FDP-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Kollegen der CDU, also um einen Innovationspreis sollten Sie sich mit diesem Antrag wirklich nicht bewerben. Alles, aber auch wirklich alles, was hier niedergeschrieben steht, gibt oder gab es in irgendeiner Form schon. Der Antrag ist ein Sammelsurium an Plagiaten, die Sie von allen Seiten regelrecht schamlos kopiert haben. Ich habe auch FDP-Forderungen darin gefunden, das gebe ich zu. Auf der Suche nach Neuem
bin ich dann auch fündig geworden, wie die Kollegin gesagt hat, die Turboabschreibung. Aber auch nur auf den ersten Blick, denn auf den zweiten Blick müssen wir sagen, selbst das haben wir in Teilen schon, wenn wir nur an die digitalen Wirtschaftsgüter denken, die wir im Augenblick ja auch schon mit einer unterstellten Nutzungsdauer von einem Jahr sehr schnell abschreiben, so schnell wie es eigentlich nur geht. Aber wir sehen hier eben auch klar und deutlich, was wir als Ampel anders vorhaben. Wir wollen gezielt und eben nicht mit der Gießkanne, sondern eher mit der Spritze die identifizierten Probleme fördern, die Digitalisierung und die Dekarbonisierung bekämpfen. Das sind Probleme, die Sie uns ja auch hinterlassen haben. Und wir haben uns im Koalitionsvertrag darauf verständigt, das gezielt anzugehen und eben diese Super-AFA auf den Weg zu bringen. Und Herr Kollege Brehm oder auch, ich glaube, Frau Klöckner hat es auch gesagt, warum kommt sie nicht? Sämtliche Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft haben gesagt, dass das im Augenblick eigentlich gar nicht die richtige Zeit dafür sei, diese Super-AFA in Anspruch zu nehmen. Und man muss einfach auch mal festhalten, dass nicht jede Maßnahme immer zu jedem Zeitpunkt richtig ist. Und wir werden das machen. Und übrigens wirkt die Ampel auch schon an anderer Stelle. Peu à peu, Schritt für Schritt, verfolgen wir unsere Ziele und zeigen auch die notwendige Flexibilität dabei, wenn das wirklich notwendig ist. Weil die Super-AFA noch nicht kommt, verlängern wir jetzt gerade die degressive AFA. Auch das ist eine sehr gute und wichtige Regelung, um weitere Investitionen anzureizen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben es hier nicht nur mit einem Plagiat zu tun, es ist auch noch eine Märchenliste. Märchen nicht deshalb, weil die Vorschläge nicht in Teilen sehr sinnvoll wären, sondern weil für deren Umsetzung die Sterne als Silbertaler nur so vom Himmel fallen müssten, möglicherweise besser sogar als Gold. Insofern fehlt es sowohl der langen Liste als auch der Union an zwei Aspekten. Es mangelt zum einen am staatlichen Verantwortungsbewusstsein. Die Lage wegen der Ukraine-Krise, wegen Corona, wegen der inflationären Wirkungen ist in der Tat sehr ernst. Mit solchen kopierten Anträgen zeigen Sie, dass Sie die Situation nicht angemessen ernst nehmen. Und zum anderen, wenn man Forderungen in Milliardenhöhe aufstellt, dann muss man auch sagen, woher die Mittel kommen sollen. Wie paradox, dass Sie sich gleichzeitig als seriöse Haushälter profitieren möchten und auf der anderen Seite viele Milliarden Ausgaben fordern und nicht ansatzweise sagen, wo das Geld herkommen soll. Und schließlich kann ich Ihnen auch nicht ersparen, den ein oder anderen Vorschlag haben Sie selber ja hier schon seit Jahren formuliert. Sie bleiben uns schuldig, weshalb Sie in den letzten 16 Jahren diese Forderung selbst nie umgesetzt haben. Es kommen ja noch Redner der Union. Vielleicht könnte man das mal aufklären, um der Versachlichung hier Genüge zu tun. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ein solcher Antrag wird der aktuellen Krisensituation nicht gerecht. Und deshalb ist es auch gut, dass wir heute direkt darüber abstimmen und keine Ausschussberatung mehr dafür verwenden. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Herbrand. Nun hat das Wort der Kollege Hans-Jörg Durz, CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Wenn Millionen von Menschen eine politische Gemeinschaft bilden, dann braucht es ein Narrativ, eine Erzählung, die aus ganz vielen Ichs ein Wir machen. Und dabei spielt in Deutschland das Wohlstandsversprechen eine zentrale Rolle. Vom Wirtschaftswunder bis zum Exportweltmeister, wirtschaftlicher Erfolg ist ein Kernelement unserer DNA. Mit den Worten eines amerikanischen Politstrategen könnte man zusammenfassen: It's economy, stupid. Und das muss man dieser Bundesregierung tatsächlich auch noch mal deutlich sagen. Eine Regierung, die ein Entlastungspaket beschließt, ohne jegliche Entlastung für Unternehmen. Das kann nicht sein. Die Wirtschaftsmacht Deutschland gerät zunehmend unter Druck. Nach zwei Corona-Jahren und der Hoffnung auf mehr Normalität und wirtschaftliche Erholung belasten der Angriffskrieg Russlands, gestörte Lieferketten und die Inflation die Bilanz
sodass sämtliche Wirtschaftsforschungsinstitute und auch die Bundesregierung ihre Wirtschaftsprognosen spürbar senken mussten. Kurzfristige Hilfsmaßnahmen für Unternehmen sind absolut richtig und wichtig. Sie sind die Notversorgung akuter Beschwerden. Was wir aber auch dringend brauchen, ist ein langfristiges Fitnessprogramm. Und deswegen muss unser Wirtschaftsminister nicht nur Notfallsanitäter sein, sondern auch Fitnesstrainer. Während unter der Corona-Krise vor allem der Dienstleistungssektor litt, stellen die aktuellen Herausforderungen die deutsche Industrie vor große Probleme und damit einen der Wohlstandsgaranten unseres Landes. Für diesen ist bezahlbare Energie elementar. Wir alle wissen aber, dass die Energiekosten in den nächsten Jahren tendenziell eher weiter steigen werden. Und umso wichtiger ist es, dass wir unsere Wettbewerbsfähigkeit insgesamt deutlich verbessern, so schnell wie möglich, meine Damen und Herren. Unser Ziel muss sein, dass wir in Deutschland die besten Rahmenbedingungen für Gründer und Unternehmer haben. Das Fitnessprogramm für die Wirtschaft, das wir mit diesem Antrag vorlegen, beinhaltet eben nicht nur Forderungen, die Geld kosten, wie vorher mehrfach angeklungen ist, sondern vor allem auch Maßnahmen, die die Rahmenbedingungen verbessern, um Unternehmen das Bestehen im Wettbewerb zu ermöglichen und Wachstum generieren. Drei Elemente möchte ich herausgreifen. Erstens, die Bundesregierung darf die Wirtschaft nicht weiter mit Paragraphen und Vorschriften gängeln. Übrigens auch nicht durch aktuelle Gesetzgebung. Da besteht nämlich auch große Gefahr darin. Unternehmen brauchen Luft zum Atmen. Wir verschreiben der Wirtschaft eine Bürokratie-Diät und ganz kurzfristig die Unternehmen brauchen ein Belastungsmoratorium. Zweitens, der Staat muss schneller, agiler und digitaler werden. Endlos lange Planungs- und Genehmigungsverfahren bremsen Dynamik und Innovation. Das sehen wir alle so. Als Union haben wir aber 2017 das Onlinezugangsgesetz auf den Weg gebracht. Sämtliche Dienstleistungen der öffentlichen Hand müssen bis Ende diesen Jahres, bis Ende 2022, digital zur Verfügung gestellt werden. Mit dem Zukunftspaket haben wir zusätzliche Milliarden Mitte 2020 für die Umsetzung zur Verfügung gestellt. Das heißt, die Voraussetzungen sind geschaffen, von der Registermodernisierung bis zum digitalen Unternehmenskonto. Jetzt muss die Bundesregierung einfach nur umsetzen. Und drittens, gerade in dieser Zeit wird deutlich, dass wir Partner in der Welt brauchen. Politisch, aber auch wirtschaftlich. Das Freihandelsabkommen mit Kanada liegt auf dem Tisch. Wir legen es in jeder Sitzungswoche wieder auf den Tisch. Eine Stimme für CETA ist eine Stimme für Wohlstand und eine Stimme für den Zusammenhalt in der westlichen Welt. Stimmen Sie diesem Abkommen zu. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Durz. Nächste Rednerin ist die Kollegin Lena Werner, SPD-Fraktion. Lena Werner von der SPD ist Mitglied im Wirtschaftsausschuss für die SPD-Bundestagsfraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, liebe 9b des Thomas-Morris-Gymnasiums aus meinem Wahlkreis oben auf der Tribüne. Liebe Unionsfraktion, haben wir das gleiche Verständnis von dem Wort sofort? Laut Duden bedeutet es innerhalb kürzester Zeit und ohne weitere Verzögerung. Wenn ich mir jetzt Ihren Antrag anschaue, dann stellt sich mir die Frage, wie all die Maßnahmen, die sicher teilweise auch richtig sind, unverzüglich umgesetzt werden sollen. Ihr Antrag legt doch keine Sofortmaßnahmen fest. Hier finden wir fast das gesamte Wahlprogramm der Union und teilweise sogar Vorhaben, die Sie versuchen, seit Jahren umzusetzen. Mit vielen Ihrer Feststellungen stimme ich überein. Die Corona-Pandemie bedeutet weiterhin eine Belastung für viele Unternehmen. Dazu kommen nun die Auswirkungen des russischen Angriffskriegs auf die Energieversorgung und die Lieferketten. Wir müssen alles daran setzen, die Belastung für die Menschen und auch die Unternehmen in der aktuellen Lage so gering wie möglich zu halten. Und wir stehen vor einem Jahrzehnt der wirtschaftlichen Transformation. Wobei ich in diesem Punkt nicht ganz übereinstimme, denn die Transformation hat bereits begonnen. Wir von der SPD-Bundestagsfraktion sowie die Bundesregierung arbeiten bereits mit Hochdruck an all diesen Punkten, um die Unternehmen und Beschäftigten sofort zu entlasten. In Ihrem Antrag lassen Sie komplett außen vor, dass bereits Maßnahmen auf den Weg gebracht wurden.
Da Sie uns hier eine sehr lange Liste vorgelegt haben, möchte ich jetzt nur auf wenige Punkte eingehen und diese klarstellen. Sie fordern unter anderem temporäre Unterstützung für besonders von der Krise betroffene Unternehmen. Genau darauf hat man sich doch in der Bundesregierung bereits geeinigt. Für Unternehmen, die vom russischen Angriffskrieg und dessen Folgen betroffen sind, steht bereits ein umfassendes Maßnahmenpaket zur Verfügung. Mit dem KfW-Kreditprogramm und dem Bürgschaftsprogramm werden schnelle Liquiditätshilfen für Unternehmen sichergestellt. Diese Maßnahmen können schon in dieser bzw. in der nächsten Woche starten. Einen direkten Zuschuss zu den Stromkosten können die Unternehmen beantragen, die von deutlich gestiegenen Energiekosten betroffen sind. Im härtesten Fall erhalten betroffene Unternehmen bis zu 50 Millionen Euro an Zuschüssen zu Strom- und Gaskosten. Alleine diese Maßnahme wird voraussichtlich einen Umfang von bis zu 6 Milliarden Euro haben. Zu behaupten, die Wirtschaft fände in Entlastungspaketen kaum Berücksichtigung, ist deswegen schlichtweg falsch. Im Titel Ihres Antrags fordern Sie außerdem ein Sofortprogramm für Beschäftigte. Mit den Entlastungspaketen der Ampelkoalition von Februar und März sorgen wir bereits für massive Entlastung für die Bürgerinnen und Bürger, und das nicht nur bei den Energiekosten. Nur noch heute werden wir über den Wegfall der EEG-Umlage entscheiden, und somit werden ab dem 1. Juli alle VerbraucherInnen direkt und unverzüglich entlastet. Darüber hinaus wurden massive Steuerentlastungen beschlossen. Hinzu kommt eine Erhöhung des Arbeitnehmerpauschbetrags sowie der Pendlerpauschale. Und Einmalzahlungen für Beschäftigte über 300 Euro, um für direkte und schnelle Entlastungen zu sorgen. Das 9-Euro-Ticket für den ÖPNV steht für jede Bürgerin und jeden Bürger ab dem 1. Juni zur Verfügung. Und ja, ich gehe auch davon aus, dass dies im ländlichen Raum aktiv genutzt wird. Aus meinem Wahlkreis Bitburg habe ich schon von vielen gehört, die das Angebot sehr, sehr gerne nutzen wollen. Zu guter Letzt schließt sich auch eine Absenkung der Energiesteuer auf Kraftstoffe an die Maßnahmen an. Dies sind konkrete Entlastungen, von denen die VerbraucherInnen direkt und unmittelbar profitieren. Wir müssen zukunftsfähige, soziale und vor allem nachhaltige Wirtschaftspolitik machen. Als junger Mensch einer Generation, die bisher in jeglicher Weise Sicherheit gelebt hat, bin ich mir der Verantwortung, die wir für unser Land haben, mehr als bewusst. Besonders durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine stehen wir jetzt vor der großen Herausforderung, unser Land, unsere Gesellschaft und unsere Wirtschaft in eine neue Zeit zu führen. Dass wir nicht so weitermachen können wie bisher, wird nicht mehr alleine durch die Klimakrise getrieben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, was wir brauchen, ist Weitsicht, eine differenzierte Analyse der Herausforderungen und passgenaue Lösungen. Ich danke daher der Bundesregierung für die bereits auf den Weg gebrachten Maßnahmen für die Bevölkerung und Unternehmen, die sofort helfen. Insbesondere in der aktuellen Situation ist eine konstruktive und zielorientierte Oppositionsarbeit besonders wichtig. Anträge wie dieser helfen dabei nicht weiter. Es geht um unsere Zukunft. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Werner. Das war ja zügig. Ach, jetzt sehe ich Sie doch. Als Nächster hat das Wort der parlamentarische Staatssekretär Michael Kellner für die Bundesregierung. Ich hatte Sie schon vermisst, weil auf der Regierungsbank hätte ich Sie erwartet. Es ist mir selten, dass ich übersehen werde. Danke. Danke. Ich habe Sie hinter Ihrer Maske nicht deutlich erkannt. Danke, Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren. Wir sind eine Koalition, die handelt und handelt in Zeichen, wo die Wirtschaft belastet ist, immer noch von den Nachwirkungen von der Corona-Pandemie und jetzt von dem brutalen Krieg Russlands in der Ukraine. Lassen Sie mich sagen, was Handeln heißt. Wir schaffen zum 1. Juli die EEG-Umlage ab. Davon profitiert der Handwerker auf dem Land genauso wie der Händler in der Innenstadt. Mit dem Osterpaket machen wir es für Unternehmen attraktiver, selber in ihren Betriebsstätten in grünen Strom zu investieren. Wir nehmen dort die Abgaben runter, wir nehmen dort die Bürokratie runter. Das hilft gerade dem Mittelstand, dem Rückgrat unserer Wirtschaft. Also der nächste Punkt, in dem wir handeln. Voraussichtlich nächste Woche starten wir mit dem KfW-Kreditprogramm und einem Bürgschaftsprogramm, um Unternehmen Liquidität zu sichern, die durch die Ukraine-Krise unverschuldet in Schwierigkeiten gekommen sind. Und wir machen ein neues Zuschussprogramm zur temporären Kostendämpfung des Preisanstieges bei Erdgas und bei Strom für energieintensive Unternehmen, die im internationalen Wettbewerb stehen. Circa 4.000 Unternehmen, 5 Milliarden Euro. Damit erhalten wir die internationale Wettbewerbsfähigkeit. Damit dämpfen wir den Schock. Wir können, aber lassen wir es auch klar sagen, wir können nicht alle Preissteigerungen ausgleichen. Wir helfen deswegen zielgerichtet, dass dieser Krieg keine Belastung, keine Kosten für die deutsche Gesellschaft
für die Unternehmen, für die Wirtschaft mit sich bringt, das können wir nicht versprechen. Das ist nicht möglich. Und das sollten wir auch so ehrlich sagen. Wer meint, es gäbe keine Belastung, der sieht doch, der guckt doch nicht in die Welt, was da geschieht. Diese Ehrlichkeit, die würde ich mir wünschen. Wir diversifizieren die Energieversorgung, dass wir nie wieder so abhängig sind, wie wir es von Russland waren und teilweise sind. Wir machen uns auf den Weg. Die Unternehmen machen sich auf den Weg. Sie stellen ihre Lieferketten um. Sie helfen Geflüchteten. Sie unterstützen die Sanktionen. Dafür danke ich Ihnen recht herzlich. Wir legen gemeinsam einen Pfad raus aus der fatalen Abhängigkeit. Wir müssen schneller werden mit der Dekarbonisierung, mit der sozial-ökologischen Transformation. Das liegt im Interesse des Klimaschutzes, im Interesse der nationalen Sicherheit und des wirtschaftlichen Wohlstands. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Staatssekretär. Michael Kellner, der parlamentarische Staatssekretär beim Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Er hat noch mal gesagt, wir als Bundesregierung helfen zielgerichtet, dass dieser Krieg keine ökonomischen Belastungen mit sich bringt. Das können wir nicht versprechen. Wir können die Belastung nur abmindern. Gitta Konnemann jetzt für die CDU-CSU. Herr Präsident, meine Damen und Herren, eine Wohnung, Urlaub, soziale Sicherheit, gute Ausbildung für Kinder, das wünschen sich alle. Am Ende Wohlstand für alle. Mit diesem Ziel hat Ludwig Erhard, ist Deutschland groß geworden. Sein Erfolgsmodell, die soziale Marktwirtschaft, Freiheit und Verantwortung, getragen von Betrieben und Mitarbeitern. 99% davon sind Mittelständler. Handwerk, Handel, Gewerbe, Industrie, das Rückgrat unserer Gesellschaft, Motor für Innovation, Garant für Arbeitsplätze und Ausbildung, die übrigens nicht in Jahresabschlüssen denken, sondern in Generationen, die Risiko und Verantwortung übernehmen und die deshalb aus unserer Sicht der Union ein Recht auf unser Vertrauen, auf unseren Respekt haben. Das erleben Sie häufig nicht. Das Unternehmerbild wird verzerrt. Wir haben es hier aktuell erlebt. Wer in einer Zeit, in der der Mittelstand so viel Schuld hat, übrigens sich auch bei den Flüchtlingen engagiert, von Krisen- oder Kriegsgewinnlern spricht, das ist einfach nur erbärmlich. Abgabenlast, Arbeitskräftemangel, Regulierungswahn, das gehört zum Alltag, zur Wahrheit gehört. Wir als GroKo haben dazu auch beigetragen. Hier ein Gesetz, dort eine Verordnung. Der Mittelstand konnte es aber schultern bislang. Aber jetzt ist die Schmerzgrenze erreicht. Pandemie, Krieg, Lockdown in Shanghai, Lieferketten, die brechen, Rohstoffe fehlen, Preise explodieren, Inflation, es gibt keine Planungssicherheit. Der Mittelstand kommt aus dem Krisenmodus nicht mehr heraus. Und deshalb stehen wir am Rande einer Rezession. Deutschland hat viele Krisen erlebt. Wir können auch diese meistern, aber nur mit unseren Unternehmerinnen und Unternehmern, mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Diese wissen, wie es geht, und dafür brauchen sie keinen Amtsvormund, liebe Ampel, sondern sie brauchen einen Befreiungsschlag. Dafür legen wir Ihnen ein Entfesselungspaket als Union vor, damit der Mittelstand seine Kraft wieder frei entfalten kann, denn der Wohlstand fällt nicht vom Himmel. Dazu gehört, den Menschen etwas zuzutrauen. Dafür brauchen wir einen Belastungsstopp, ein Bürokratiemoratorium, national, aber auch europäisch. Auf der Agenda der EU stehen zurzeit Dutzende von neuen Reglementierungen. Brüssel will zum Beispiel mit der Taxonomie Vorgaben machen, wer wann wo investiert. Damit diskreditiert auch die Kommission übrigens die Europa-Idee. Und dabei brauchen wir gerade jetzt Europa mehr denn je. Wir brauchen den Einsatz für offene Märkte, für internationale Freihandelsabkommen wie CETA. Die Aufsetzung hier scheitert an der Ampel, und das ist unverantwortlich für die Exportnation Deutschland. Aber hier wird erkennbar auf Umverteilung statt Wachstum gesetzt, auch hier in der Debatte. Bestes, schlechtestes Beispiel, Ihre Steuerpolitik. Statt zu entlasten, wird kassiert. Bei Sprit, bei Strom, ja, die Ampel hat Entlastungen angekündigt, aber die Hilfen kommen zu spät.
und gehen mit Paketen wie in Ihrem Energiepreisgeld an Rentnern, Studenten, Minijobbern und übrigens dem Mittelstand vorbei. Den Traum vom Eigenheim haben Sie sowieso schon geschrottet mit der Abschaffung der Förderung. Gehälter müssen mit der Inflation Schritt halten können. Derzeit wird aber der Lohnausgleich vom Staat weggesteuert. Die Ampel sieht zu, kassiert und verteilt dann um. Aber der Staat ist kein Gutsherr. Die Bürger und Betriebe brauchen keine Almosen, sondern sie brauchen Entlastung. Technologieoffenheit statt Ideologie, Eigenverantwortung statt Auflagen, auch für digitale Transformation und Energiewende. Nur dann wird unser Land seine Wettbewerbsfähigkeit bewahren. Und dafür legen wir Ihnen ein Programm vor, im Sinne dessen, was Ludwig Erhard wollte und möglich machte. Wohlstand für alle. Herzlichen Dank. Gitta Connemann endet mit Ludwig Erhard. Das ist auch klar, denn sie ist die Vorsitzende der Mittelstandsvereinigung der Union. Und die CDU legt hier einen Antrag vor, Sofortprogramm für Unternehmen und Beschäftigte, und fordert darin unter anderem ein Belastungsmoratorium, steuerliche Entlastung, zum Beispiel ausgeweitete Abschreibungsmöglichkeiten, steuerliche Verlustrechnung über die Krisenjahre 20 bis 22 hinaus. Jens Beik für die SPD. Ich verstehe Sie ja ein Stück weit. Wir alle, ja, das hilft Ihnen auch nicht viel weiter, ich weiß, aber wir alle haben ja das ZDF-Politbarometer von Anfang April gesehen. Und wir alle haben gesehen, dass nur noch 18% der Menschen in diesem Land bei der Union die größte Wirtschaftskompetenz vermuten. Die Menschen haben das Zutrauen in ihre Wirtschaftspolitik verloren, und mittlerweile sehen sie vollkommen zu Recht da die größten Kompetenzwerte auch bei der SPD. Und dann ist man bei der Opposition natürlich gefragt, man muss was tun. Und dann fängt man Anträge zu schreiben, aber ich sage Ihnen, auch dieser Antrag wird Ihnen da nicht helfen. Sie fordern ernsthaft, den Weiterbetrieb von Atomkraftwerken zu prüfen. Da waren Sie schon mal weiter. Und auch das DIW, das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, hat noch mal 2019 bekräftigt, Atomkraft war nie eine saubere und keine kostengünstige Energiequelle und wird es auch nicht sein. Sie fordern dann eine Neuauflage des Freihandelsabkommens TTIP, ein Freihandelsabkommen, mit dem Unternehmen auf vermeintlich entgangene Gewinne klagen sollen, aber Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmerrechte gar keine Rolle spielten. Und da sind weite Teile des Antrags, wo man sagen kann, liebe CDU, CSU, die 90er Jahre haben sich gemeldet, sie hätten gerne ihre wirtschaftliche Programmatik zurück. Denn gute und fortschrittliche Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik muss zusammengedacht werden. Und obwohl Ihr Antrag die Beschäftigten im Titel trägt, finden die de facto in Ihrem Antrag ja gar nicht statt. Wir aber wissen, der wirtschaftliche Erfolg eines Unternehmens hängt maßgeblich von seinen Beschäftigten ab. Und deswegen haben wir auch, und auch das finde keine Erwähnung, die Sonderregelung zum Kurzarbeitergeld verlängert. Aber der erleichterte Zugang, der erhöhte Leistungssatz, längere Bezugsdauer, Erstattung von Sozialversicherungsbeiträgen, Einbeziehung der Leiharbeit, all das ist Ihnen keine Erwähnung wert. Und obwohl es das Kriseninstrument schlechthin war, 8 Millionen Menschen haben so ihren Arbeitsplatz gerettet bekommen, und wir haben, Herr Brehm hat das angesprochen, auch die Liquiditätsengpässe von Unternehmen überwunden und ihnen geholfen, diese zu überwinden. Aber auch das findet keine Erwähnung. Auch nicht, dass es ein internationales Vorbild war. Frankreich, Großbritannien, die USA haben es kopiert. Es war 2009 schon der Garant für das deutsche Jobwunder. All das findet kein Unternehmen Erwähnung. Und das ist der Grund, warum die Menschen mittlerweile mehr Vertrauen in unsere Wirtschaftspolitik haben als in ihre. Weil für uns klar ist, gute Arbeitsmarktpolitik ist gute Wirtschaftspolitik. Beides geht nur zusammen. Für uns zählt der Erhalt von Arbeitsplätzen. Für uns ist eine gute Lohnentwicklung wichtig. Denn gerade wenn es Exportprobleme gibt, wenn wir konjunkturelle Flauten haben, ist es wichtig, die Binnennachfrage zu stärken. Und deswegen gilt für uns, die Wirtschaft dient in erster Linie den Menschen und nicht umgekehrt. Und das werden wir dann auch gleich sehen bei der Beratung zum Gesetzentwurf über den Mindestlohn in Höhe von 12 Euro, die folgt. Wenn Sie uns auch unterstützen möchten, Binnennachfrage zu stärken, gute Wirtschaftspolitik zu machen, dann stimmen Sie diesem Antrag gleich zu. Und deswegen möchte ich noch mal sagen, mit den vorhandenen Wirtschaftshilfen, die ja schon erwähnt wurden, mit dem Kurzarbeitergeld, dem Mindestlohn, sichern wir Arbeitsplätze, helfen den Unternehmen in Deutschland, stärken die Binnennachfrage und bringen unser Land durch die Krise. Herzlichen Dank.
Jens Peik, der Sozialdemokrat, wies auf den nächsten Punkt hin, den der Bundestag hier beraten wird, das Flaggschiff sozusagen der SPD-Bemühungen, 12 Euro Mindestlohn. Aber das kommt erst nachher. Im Moment berät der Bundestag hier ein Sofortprogramm für Unternehmen und Beschäftigte, Antrag der CDU-CSU. Und jetzt Felix Banatschak für die Grünen. Herr Durz, Sie haben einen großen amerikanischen Politstrategen zitiert. Ich möchte Ihnen ein Zitat eines großen Sozialdemokraten entgegenhalten. Politik beginnt mit der Betrachtung der Wirklichkeit. Und was Sie heute hier dargestellt haben, auch Sie, Herr Brehm, was hier alles nicht passieren würde, nur Entlastung für die Bürgerinnen und Bürger, nicht für die Unternehmen, das hat schlicht mit der Realität nichts zu tun. Der parlamentarische Staatssekretär hat es ausgeführt und viele andere auch. Und wenn ich mir Ihren Antrag hier anschaue, dann habe ich mich ein bisschen versetzt gefühlt in eine Autofahrt und im Hintergrund läuft Hitradio 99 FM, das Beste aus den 80ern, 90ern und die Superhits von heute. Das ist aber nicht das, was wir brauchen. Die Superhits von heute, genau. Wenn ich will nur exemplarisch ein paar Dinge darstellen. Der Kollege Roloff hat auch einiges angesprochen. Belastungsmoratorium, sämtliches außer Kraftsetzung, Lieferkettenregulierung, all das würde jetzt gerade nicht gehen. Der Rohrkrepierer TTIP als die Verheißung einer großartigen Zukunft. Und dann, und das muss man mir wirklich mal erklären, wie in der aktuellen Situation helfen soll, das, was Sie schon immer gefordert haben, nämlich die Arbeitszeitregulierung dahingehend zu unterbrechen, dass man in Betrieben statt die begrenzte Arbeitszeit am Tag, das einfach auf die Woche aufzuteilen, wie das ein Beitrag dazu sein soll, Lieferkettenproblematiken, Produktionsengpässe, Produktionsrückführungen, Energiepreisproblematiken zu bekämpfen, das hat doch schlicht mit der Realität nichts zu tun. Und deswegen habe ich mich gefreut über einen Satz aus Ihrem Antrag. Entscheidend ist einerseits, die aktuellen Krisen zu überwinden und andererseits die wirtschaftspolitischen Weichen entschlossen auf Leistungsfähigkeit, Digitalisierung und Nachhaltigkeit zu stellen. Ein guter Satz, nur daraus folgt bei Ihnen überhaupt nichts. Nada, niente. Wenn Sie das ernst meinen, überdenken Sie bitte, ob das so eine kluge Idee war, gegen den Nachtragshaushalt zu klagen, der 60 Milliarden Euro genau für diese Transformation, die Sie ansprechen, zur Verfügung stellen soll. Das wäre ein Beitrag dazu, dieses Land in die Zukunft zu führen. Vielen Dank. Vielen Dank. Damit schließe ich die Aussprache und wir nähern uns der Entscheidung. Zunächst Tagesordnungspunkt 13. Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag der Fraktion der CDU-CSU auf Drucksache 19499 mit dem Titel Sofortprogramm für Unternehmen und Beschäftigte. Wer stimmt für diesen Antrag? Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Dann ist dieser Antrag bei Enthaltung der AfD-Fraktion gegen die Stimmen der CDU-CSU-Fraktion und den Stimmen der übrigen Fraktionen des Hauses abgelehnt. Ich rufe auf Zusatzpunkt 4, Abstimmung über den Antrag der Fraktion Die Linke, Drucksache 19514 mit dem Titel Hilfsprogramm für Wirtschaft, Wohlstand und Beschäftigung. Wer stimmt für diesen Antrag? Das ist die Fraktion Die Linke. Wer stimmt dagegen? Der Rest des Hauses. Damit ist dieser Antrag abgelehnt.